Heute beginnen wir mit einem ernsten Thema. Eins, das tatsächlich Leben retten kann und auf das wir alle vielleicht irgendwann mal angewiesen sind. Wusstest du, dass in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt werden? Und das jeden Tag. Eine ziemlich beeindruckende Zahl, wie ich finde. Umso trauriger, dass die Anzahl an Spendern Jahr für Jahr immer weiter abnimmt. 2011 waren es auf 1.000 Einwohner gerechnet noch 95 Spender, 2019 hingegen nur noch 79. Nehmen wir mal an, das Deutsche Rote Kreuz führt in deiner Umgebung eine Blutspende durch, zu der über den Tag verteilt 100 Spender kommen. Ob sich dein Blut für einen Spender eignet oder nicht, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem von der Blutgruppe, von denen es 4 Stück gibt. Diese sind in Deutschland aber alles andere als gleichmäßig verteilt. So besitzen beispielsweise 43% der Deutschen die Blutgruppe A, nur 5% hingegen Blutgruppe AB. Und Zeit, so langsam die Kurve Richtung Mathe einzuleiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass unter den 100 Spendern höchstens 45, mindestens 36, mehr als 40 bzw. mindestens 38 und höchstens 45 die Blutgruppe A besitzen? Okay, bevor wir dieses Fragenchaos klären, ein paar kurze Anmerkungen zur Bernoulli-Kette. Statt 43% nehmen wir mal an, dass nur 40% der Deutschen Blutgruppe A besitzen. Dann können wir später die Tabellen nutzen, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Der Besuch eines Spenders für sich betrachtet ist zum Glück wieder ein Bernoulli-Experiment. Entweder er hat Blutgruppe A oder halt nicht. Erfolg und Misserfolg. In den 100 Wiederholungen ändert sich dann auch nicht die Erfolgswahrscheinlichkeit P. Es handelt sich also definitiv um eine Bernoulli-Kette der Länge 100. Beginnen wir mit der einfachsten Frage, der Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 45 Spender Blutgruppe A besitzen. Höchstens 45 Erfolge zu haben, entspricht einer Obergrenze. Entweder die Anzahl der Erfolge entspricht genau 45 oder aber weniger. Im Histogramm muss man also alle Einzelwahrscheinlichkeiten bis einschließlich dieser Obergrenze aufsummieren. Diese Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten bezeichnet man als kumulierte Wahrscheinlichkeit und sie ist die Grundlage für alle weiteren Berechnungen des heutigen Videos. Wenn du also noch nicht ganz sicher im Umgang mit dieser bist, dann schaue nochmal in diesem vorbei. Den Link findest du hier oben und auch nochmal in der Videobeschreibung. Also, wie wahrscheinlich ist es denn nun, bei 100 Wiederholungen höchstens 45 Spender mit Blutgruppe A zu haben? Zur Bestimmung gibt's 2 Möglichkeiten. Falls dein Taschenrechner CRS-fähig ist, kannst du die Wahrscheinlichkeit mit diesem Befehl berechnen lassen und solltest dann eine kumulierte Wahrscheinlichkeit von etwa 86,89% erhalten. Falls du jedoch keinen CRS-Rechner zur Verfügung hast, geht's nur mit den Tabellen aus dem Tafelwerk. Dazu suchst du dir zunächst die Tabelle raus, in der du die kumulierten oder summierten Wahrscheinlichkeiten für n ist gleich 100 ablesen kannst. Und da unsere Erfolgswahrscheinlichkeit p mit 0,4 kleiner als 0,5 ist, musst du die Erfolgswahrscheinlichkeit p und auch die Erfolgszahl in diesem Bereich hier und nicht in diesem Bereich suchen. Für die Wahrscheinlichkeit, höchstens 45 Erfolge zu haben, suchst du dann in der linken Spalte k ist gleich 45 und gehst dann von der Erfolgswahrscheinlichkeit p ist gleich 0,4 so weit nach unten, bis du auf diese 45 Erfolge triffst. Und siehe da, die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 0,8689. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens 36 Spender der Blutgruppe A kann mit einem einfachen Trick berechnet werden, für den du genau 2 Dinge wissen musst. Erstens müssen wir natürlich klären, was dieses mindestens überhaupt bedeutet. Nehmen wir uns mal 100 Spender her, die ich entsprechend der realen Blutgruppenverteilung in Deutschland programmiert habe, und sortieren sie nach ihrer Blutgruppe. Für unseren Erfolg, also Blutgruppe A einmal fix durchgezählt und siehe da, von den 100 Spendern besitzen 42 die geforderte Blutgruppe. Wie wahrscheinlich das ist, kannst du im Histogramm übrigens an diesem Balken ablesen. Und intuitiv fühlt es sich doch auch richtig an zu sagen, dass genau 42 Spender gleichzeitig auch mindestens 36 sind, oder? Selbst wenn es noch 3 Spender mehr gewesen wären, also insgesamt 45 mit Blutgruppe A, würden diese 45 immer noch das mindestens 36 erfüllen.
Mindestens 36 heißt also, dass du auf jeden Fall mehr als 36 Erfolge in Betracht ziehen musst. Aber ähnlich wie beim Höchstens und der eingeschlossenen Obergrenze, gibt es auch beim Mindestens eine eingeschlossene Untergrenze, die bei genau 36 liegt. Deswegen auch dieses Größer-Gleichzeichen. Im Histogramm sind es dann alle Balken, die rechts von dieser unteren Grenze liegen. Rein rechnerisch müssen alle Einzelwahrscheinlichkeiten von der Untergrenze aufwärts zusammenaddiert werden. Doch anstatt dich auf die Wahrscheinlichkeit all dieser grünen Balken zu fokussieren, sollst du dich auf die Balken hier vorne stürzen. Die, die bis zur Obergrenze 35 laufen. Und beim Stichwort Obergrenze klingelt es dann wieder. Diese Balken beschreiben die Wahrscheinlichkeit, höchstens 35 Erfolge zu haben. Da sich die pinken und die grünen Wahrscheinlichkeiten aber alle zu 1 addieren, ist höchstens 35 Erfolge schlichtweg das Gegenereignis zu mindestens 36. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens 36 Erfolge ist daher 1 minus die Wahrscheinlichkeit für höchstens 35 Erfolge. Letztere kannst du dann wieder mit der Tabelle bestimmen. Du suchst in der linken Spalte die Zeile mit k ist gleich 35 und liest dann in der Spalte von p ist gleich 0,4 die Wahrscheinlichkeit ab. Sie liegt bei etwa 0,1795. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens 36 Erfolge, also 1 minus diese 0,1795, was 0,8205 oder 82,05% ergibt. Die Wahrscheinlichkeit, unter den 100 Spendern mehr als 40 mit Blutgruppe A zu erwischen, berechnet sich so ähnlich für die für das Mindestens. Während man bei mindestens 40 Erfolgen, nämlich die genau 40 noch mit dazu zählt, bedeutet mehr als 40 Erfolge, dass man, ja, tatsächlich mehr als 40 hat. Die 40 zählen also nicht mehr dazu. Wir bräuchten mindestens 41 Spender mit Blutgruppe A. Mehr als 40 heißt also automatisch mindestens 41. Und diese berechnest du so, wie eben kennengelernt, über das Gegenereignis. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man 40 und oder weniger Spender mit Blutgruppe A hat. Das ist wieder eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, also höchstens 40 Spender, und kann entweder mit dem Taschenrechner berechnet oder im Tafelwerk abgelesen werden. Du suchst also in der Tabelle in der Spalte ganz links nach 40 Erfolgen und schaust von der Erfolgswahrscheinlichkeit 0,4 einfach wieder nach unten, et voilà, 0,5433. Vergiss aber bitte nicht, diese 0,5433 von 1 abzuziehen. Das ist schließlich nur die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis. Die letzte Rechnung noch fix im Kopf und siehe da, die Wahrscheinlichkeit für mehr als 40 Erfolge liegt bei 45,67%. Und nur so, wenn du genau auf die Balken hier unten schaust, diese grünen hier, das scheinen doch tatsächlich etwas weniger als 50% zu sein. Fehlt zum Abschluss noch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von den 100 Spendern mindestens 38 und höchstens 45 die Blutgruppe A haben. Erneut treten hier mindestens und höchstens als Unter- und Obergrenze auf. Es müssen also 38 und mehr, aber gleichzeitig auch 45 und weniger Spender mit Blutgruppe A sein. Im Histogramm geht es daher um diesen Ausschnitt. Die mathematische Formulierung funktioniert aber wie üblich. Mindestens heißt größer gleich, höchstens kleiner gleich. Und zusammenfassend kann man das dann so, wie man es ausspricht. Die Anzahl der Erfolge soll größer gleich 38 und kleiner gleich 45 sein. Um nun die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses zu bestimmen, gehst du wieder schrittweise vor. Zunächst berechnest du die kumulierte Wahrscheinlichkeit für höchstens 45 Erfolge. Und damit alle Balken bis einschließlich der Obergrenze. Wie du aber relativ gut sehen kannst, hast du nun zu viele pinke Wahrscheinlichkeiten berechnet. Du musst also noch ein paar abziehen, und zwar bis zur Untergrenze 37. Und ja, die Untergrenze muss hier bei 37 und nicht bei 38 liegen. Die 38 Erfolge liegen nämlich oben in dem Bereich, den du bestimmen sollst. Du darfst ihn hier unten also nicht nochmal abziehen.
Die Wahrscheinlichkeit für mindestens 38 und höchstens 45 Erfolge erhältst du demnach aus der Differenz dieser beiden kumulierten Wahrscheinlichkeiten. Während wir die für höchstens 45 Erfolge vorhin bereits bestimmt hatten, müssen wir die für höchstens 37 noch ein letztes Mal aus der Tabelle herauslesen. Also suchst du wieder in der linken Spalte die 37 Erfolge und liest dann in der Spalte mit der Erfolgswahrscheinlichkeit die zugehörige Wahrscheinlichkeit von 0,3068 ab. Zum Schluss noch die beiden Ergebnisse subtrahieren und siehe da, die gesuchte Wahrscheinlichkeit liegt bei 56,21%. Im Prinzip verlangen wir bei all diesen Keywords also nur, dass du sie in eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, in eine Wahrscheinlichkeit mit höchstens K Erfolgen umschreibst. Diese lassen sich nämlich wunderbar in vorgefertigten Tabellen ablesen. Mindestens 6 Erfolge bei 20 Wiederholungen zu erzielen, heißt also 6 oder mehr. Um das mindestens auf ein höchstens zurückzuführen, verwendest du das Gegenereignis. Alle Wahrscheinlichkeiten ergeben zusammen 1. Zieht man von 1 die Wahrscheinlichkeit hier vorne ab, also die für höchstens 5 Erfolge, so gelangt man zur gesuchten Wahrscheinlichkeit. Beachte, dass man beim höchstens durch das Gegenereignis am Ende eine Erfolgszahl weniger nutzt. Für mehr als 4 Erfolge musst du nur beachten, dass die 4 selbst nicht dazu gezählt werden darf. Die kleinste Erfolgszahl, die zu diesem Ereignis gehört, ist die 5. Mehr als 4 ist somit nichts anderes als mindestens 5. Und das mindestens, das berechnest du, wie eben bereits kurz besprochen, über das Gegenereignis. Von der Gesamtwahrscheinlichkeit 1 musst du die Wahrscheinlichkeit für höchstens 4 Erfolge abziehen. Einen weniger als beim mindestens. Und falls du eine Wahrscheinlichkeit berechnen sollst, die ein mindestens und ein höchstens beinhaltet, dann schaffst du das durch Aufsplitten. Zuerst berechnest du die kumulierte Wahrscheinlichkeit der Obergrenze, also die Wahrscheinlichkeit für höchstens 8 Erfolge. Und da bei diesem Vorgehen eindeutig zu viele Wahrscheinlichkeiten aufsummiert wurden, musst du noch diejenigen bis zur Untergrenze abziehen. Die Balken, die zu höchstens 3 Erfolgen gehören. So machst du aus mindestens und höchstens zweimal ein höchstens und kannst beide wieder wunderbar in der Tabelle ablesen. Und auch hier als kleine Gedankenstütze immer schön einen abziehen.